Ich habe gestern mit der Schwester von Oskar telefoniert. Ich musste das ja alles ein bisschen in Ordnung bringen. Das war wirklich echt zu viel für sie. Und deswegen bin ich hier jetzt am Wirbeln, um das wieder halbwegs hinzukriegen. Nett von Ihnen. Ja, das Mindeste, was ich machen kann. Ich meine, das war wirklich sein Ein und Alles hier. Na klar. Kennen Sie die? Das ist der Zinnoberrote Merkur. Ist der echt? Ja. Der ist wirklich echt. Das ist der echte Zinnoberrote Merkur. Ja, live und in Farbe. Hat der Päschen Ihnen davon erzählt? Nee. Das hat er nicht erzählt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie lange gehabt hat, weil so ein Stück verkauft sich natürlich sofort. Tja, jetzt müsst du auf jeden Fall wissen, woher er die Briefmarke hat. Hat er irgendwie Buch geführt über seine An- und Verkäufe? Ja, ja. Er hatte hier ein Kassenbuch. Das hier ist es, glaube ich. Ah. Sekunde, ich gucke mal. Ich muss nur mal gucken wegen der aktuellen Seite hier. Das wäre jetzt die letzten Käufer. Ja, angekauft hat er in letzter Zeit einen Schirmständer und eine komplette Briefmarkensammlung. Das steht natürlich nicht von wem. Das bringt uns nicht weiter. Ja, Michael? Mhm. Ja, okay. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Gerrit hat eine Liste von allen roten Kadetten Euer 89 hier aus der Stadt besorgt. Okay, wunderbar. Das sind eine Menge. Ja, packen wir's. Herr Schmidt, vielen Dank. Wir telefonieren, ja? Ja. Schönen Tag noch. Hier sein. Das Licht brennt doch. Alex. Ja, was denn? Was machen Sie denn da? Also eigentlich wollten wir nur. Ach so, Sie sind wegen dieser Zeitungsanzeige hier. Ja, genau. Ja. Okay, dann kommen Sie rein. Kommen Sie rein. Ich gehe mal vor. Mhm. Kommen Sie. Oh, Achtung. Okay. Mein Vater ist letzte Woche verstorben. Herzinfarkt. Das Haus wird in ein paar Tagen verkauft, deswegen muss hier alles raus. Also wenn Sie etwas mitnehmen möchten, dann würde ich Sie bitten, das heute zu tun. Kaufen Sie gewerblich oder privat? Gewerblich. Privat. Ah. Sowohl als auch. Ich habe einen Trödelladen und mein Neffe hilft mir beim Tragen. Aber vielleicht finden wir ja auch was für deine Studentenbude. Ja. Ja gut, dann schauen Sie sich doch einfach um. Okay. Was ist mit der Lampe? Was soll die kosten? Was würden Sie denn zahlen? Was habe ich denn dabei? Einen alten Fahrschein, eine Rechnung. Ja, und hier ein Zehner. Ja, passt, okay. Dann nehmen Sie die Lampe doch mit. Alles klar. Was? Die Lampe? Die ich habe gestern gekauft. Die Lampe hier ist an den jungen Mann verkauft und damit basta. Gezahlt wird sofort. Unverschämtlichkeit. Danke. Danke. Sagen Sie, hatte Ihr Vater auch alte Münzen oder Briefmarken? Also es wird nur verkauft, was hier ist. Oder sehen Sie hier irgendwo Münzen oder Briefmarken? War nur eine Frage. Können die vielleicht noch mal kurz Ihre Toilette benutzen? Ja, natürlich. Vorne raus und dann links, bitte. Danke. Bitte schön. Ist ja echt ein gutes Stück. Ja, nehmen Sie meine. Ich hab mal wieder ein Schnippchen gemacht. Das freut mich.
Schöne Lampe. Bleibt aber nicht hier. Du bist ja nur neidisch, Kollege. Ja, klar. Geht's geil? Danke. Tschüss. Ja, perfekt. Den Bericht kriegen wir. Super, danke. Tschüss. Die Lippenstiftprobe, die ich gestern genommen habe, ist identisch mit den Lippenstiftspuren auf dem Hemd des Toten. Dann war die Frau also in dem Antiquitätengeschäft. Ja, und sie muss ihm näher gekommen sein. Sonst hätte sie ja keine Spuren von Lippenstift an seinem Hemd hinterlassen. Die Frage ist nur, hat sie ihn auch umgebracht? Sie waren vor 3 Tagen bei diesem Mann hier. Na und? Ich habe ihm die Briefmarkensammlung meines Vaters verkauft, ja. Gestern wollten Sie von einer Briefmarkensammlung noch nichts wissen. Ich habe mich geärgert. Dieser Typ hat mir 200 Euro für die gesamte Sammlung gegeben. Dabei war eine Marke darunter, die war viele, viele tausend Euro wert. Ja. Der Zinnoberrote Merkur. Wir haben die Marke gefunden. Wahrscheinlich musste wegen ihr dieser Mann sterben. Ritter, hallo? Aber ich habe doch damit nichts zu tun. Weiß man's? Wenn diese Marke so wertvoll ist, warum haben Sie sie so billig verkauft? Verstehe ich nicht. Ich habe am Dienstag im Nachlass meines Vaters einen Brief gefunden. Warten Sie. Darin schreibt er, wie wertvoll diese verdammte Marke ist. Den habe ich aber leider erst gelesen, als ich die Marke schon verkauft hatte. Dumm gelaufen, was? Danke. Ich bin natürlich sofort in den Laden gefahren, um mit dem Händler zu reden. Ich meine, man hätte sich ja irgendwie einigen können. Aber der Typ, der hat mich einfach nur ausgelacht. Da habe ich ihm meine Meinung gesagt und bin gegangen. Frau Winter, ich habe gerade erfahren, dass Sie eine Bar auf Gran Canaria betreiben und ziemlich viele Schulden haben. Ja, aber deswegen habe ich doch trotzdem niemanden umgebracht. Und wie kommt dann der Lippenstift auf das Hemd des Toten? Ich weiß nicht. Als ich an dem Abend in dem Laden war, da wollte der Typ mich rausschmeißen. Ich habe mich natürlich gewehrt. Dabei muss das irgendwie passiert sein. Von diesem Hemd rede ich nicht. Ich rede von dem Hemd, das er getragen hat, als er umgebracht wurde, also am Tag darauf. Ja, dann hatte er eben das gleiche Hemd nochmal an. Das war doch sowieso so ein schmuddeliger Typ. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich glaube, dieser Mann hat Sie übers Ohr gehauen. Sie sind zu seinem Laden gefahren und wollten ihn zur Rede stellen. Dann ist das Ganze eskaliert, Sie haben ihn niedergeschlagen und danach den ganzen Laden durchsucht nach dieser Marke. Außerdem wusste niemand von der Marke. Außer Ihnen. Nein. Nein. Ich... Warten Sie. Als ich am Dienstag da war, da war noch jemand im Laden. Ja, während ich mit dem Ladenbesitzer gestritten habe, da habe ich jemanden gehört. Im Hinterzimmer. Der muss alles mitbekommen haben. Haben Sie die Person gesehen? Nein. Und wenn es stimmt, was sie sagt? Wenn da wirklich jemand war? Ach, wer soll das gewesen sein? Was ist denn mit dem Schmidt? Die beiden haben doch immer zusammen Schach gespielt. Der Schmidt hat ein Alibi. Alex, der war auf dem Arbeitsamt. Der kann sich eine Wartemarke gezogen haben und später wiedergekommen sein. Also wenn er von der Briefmarke wusste, dann hat er auch ein Motiv. Und deshalb bringt er seinen Freund um? Und selbst wenn es so gewesen sein sollte, dann müssen wir ihm das ja irgendwie nachweisen. Wie sollen wir das machen? Ja. Muss ich mal überlegen, ne? Ich glaube das. Das hoffe ich auch. Bei uns ist heute geschlossen. Wir hatten einen Todesfall. Bei uns ist heute geschlossen. Ich will keine Briefmarken kaufen. Ich weiß, dass Sie am Dienstag hier waren. Im Hinterzimmer. Ich habe Sie gesehen. Sie haben alles mitbekommen, worüber ich mit Herrn Peschner gesprochen habe. Und deswegen haben Sie ihn umgebracht. Sind Sie verrückt? Was reden Sie sich da ein? Spinnen Sie ein bisschen? Ach, hören Sie doch auf! Ich will Geld, okay? Es ist mir egal, wie Sie es besorgen. Wenn Sie nichts zahlen, dann gehe ich zur Polizei. Also, Sie spinnen ja wohl ein bisschen. Was reden Sie sich hier ein? Ach. Warten Sie bitte. Warten Sie die Sekunde. Lassen Sie uns miteinander reden. Ich werde schon was organisiert kriegen. Aber jetzt reicht's. Ich warne Sie.
Gehen Sie weg, bleiben Sie stehen. Herr Schmidt, ganz ruhig, ja, ganz ruhig. Nee, Sie legen Ihre Waffe weg. Jetzt tun Sie doch, was er sagt. Der Mann ist doch total wahnsinnig. Ja, hören Sie auf Sie. Ich meine es ernst. Herr Schmidt, geben Sie mir jetzt die Schere. Nein, Sie legen Ihre Waffe runter. Ganz ruhig, Schere fallen lassen. Schere fallen lassen. Sie wurde auf den Platz genommen. Hände auf den Rücken. Kommen Sie mit. Los.